Nur mit starken Verbraucherinnen und Verbrauchern kann es eine starke Wirtschaft geben. Das ist unsere Überzeugung und unsere Erfahrung. In der Corona-Krise haben viele Menschen Einkommen oder womöglich ihren Job verloren. Probleme sind sehr sichtbar geworden. Und die Politik darf deshalb jetzt nicht nur einseitig auf die Interessen der Wirtschaft setzen, sondern sie muss auch die Interessen der Verbraucher in den Blick nehmen. Und es geht darum, Vertrauen in das Wirtschaftssystem wiederherzustellen, indem wir die Weichenstellung in Richtung krisenfest, fair und Nachhaltigkeit ausrichten. Starker Verbraucherschutz sorgt dafür, dass wir Vertrauen in unseren Konsumalltag haben. Und davon profitieren sowohl wir Verbraucher als auch die Unternehmen. Wir wollen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in ihren Rechten gestärkt werden. Beispielsweise im Reisebereich müssen Passagierrechte ausgebaut, nicht abgeschafft werden und das Vorkassesystem eingedämmt und begrenzt werden. Wenn es um gesunde Lebensmittel geht, wollen wir hohe Tierhaltungs-, Umwelt- und Arbeitsschutzstandards zu fairen Preisen erreichen. Mobilität ist eine wichtige Klimaschutzfrage. Hier geht es um eine Stärkung von ÖPNV und digital basierten neuen Mobilitätsdienstleistungen. Der digitale Wandel ist schon längst Alltag und hier geht es darum, dass Algorithmen kontrolliert werden können müssen und wir einen starken europäischen Rechtsrahmen dafür brauchen. Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September erwarten wir von der neuen Bundesregierung und von den Parteien klare Aussagen für einen starken Verbraucherschutz.